Ops. 3, 2, 1. Moin, moin. Mein Name ist Heinrich der Löwe. Da hinten läuft die Mathilde mit ihren neuen Sklaven. Ja, ich muss noch mal überlegen, wie ich die... Ich glaube, man... Ja, wir können die jetzt auch benennen. Oh, wir können die benennen? Hm. Ja, geilo. Da muss ich mir das gar nicht merken. Ich muss jetzt hier in den Turm erstmal eine schöne neue Tür einbauen, die ich letztes Mal noch gebaut habe. So eine richtig geile Stalltür. Wo? Oh. Sehr schön. Wo hast du die gebaut? In deinem Turm. Immer. Unten. Ach, unten. Achso, von hier komme ich noch gar nicht hin, ja. Ja doch, du kannst durch ein Loch gehen. Durch das? Da ist noch ein Loch in der Decke. Ja, da haben die Materialien nicht gereicht. Hui! Scheiße, der folgt mir noch gar nicht. Verdammt, muss ich wieder hochklettern. Das passt sich aber. Das stört mich. Ach nee, dann trage ich die Ressourcen mit sich rum. Oh, hier könnte man einen Kerker einbauen. So eine Sklaven... Ja, wie könnte man so Kerker für unsere Sklaven machen? Einfach nur, weil es geht. Weil die Tür die passt Disco. Dazu. Nee, Disco wird das ja nicht. Das wird hier der Sklavenraum hier. Ja, aber ich dachte mir, das ist eine geile Tür so. Fuck. Wie hast du jetzt deinen Typen genannt? Aua. Ja, ist deiner? Ich habe noch keinen Namen gegeben. Was? Das kann... Wir können nicht einfach das die Folge... Der Name. Wir können nicht die Folge anfangen, ohne die Typen zu benennen. Das geht einfach nicht. Also meine heißt Kleiner Wurm. Mhm. Ja, bei Game of Thrones gab es doch denn einen Typ, der hieß doch Wurm oder so, ne? Ja, Grauer Wurm. Grauer Wurm. Meiner ist halt ein Kleiner Wurm. Hä, wieso habe ich zwei Spitzhacken dabei? Weiß ich nicht. So, du hast mit... Hä? Jetzt folge mir, du Kleiner Wurm. Kannst du mich nochmal abholen? Was wollten wir jetzt nochmal machen? Dämonenblut. Dämonenblut. Wo bist du denn? Ich bin oben. Ich bin nochmal hochgegangen. Ich muss mir jetzt erstmal einen Namen für meinen Typsi hier... Ja, das ist ja wohl wichtig. Das ist ja wohl das Mindeste. Oh, ich bin ganz einfallsreich. Stügi. Stügi? Ja, weil das ist ein stygischer Kämpfer. Aha. Das heißt, du nennst einen Afrikaner Afri. Ein Europäer Euro, oder was? Nein, Euri. Euri. Ja, okay. Ein Deutscher nennst du Deutschi. Ja gut, mach wie du denkst, ist dein Sklave. Der Niedersachse Niedersachsi. Nein, den nennst du einfach nur Nieder. Naja. Hm. So. Ah, toll, jetzt hast du mich irritiert. Jetzt muss ich erstmal nachdenken. Und? Alfons. Alfons. Bist du nach oben gegangen oder bist du nach unten? Oder im Turm? Ich bin im Hof. Beim Sklavenrad. Ah. Oh, die Hyäne ist auch Alfons fertig. Gefällt mir nicht. Alfons ist du. Ja, Alfons finde ich auch blöd. Nein, noch besser. Das 999. Schaf hieß... Schon. Harald, und das war 1000 Jahre alt. So, Heinrichs Pferd ist noch nicht fertig. Da war ich auch gerade schon. Doch, kümmern. Ja. Harald. Harald Grauzahn. Oder, nee, Blauzahn war das, glaube ich, ne? Ja. Aber bei Game of Thrones ist das grauer Wurm und nicht kleiner Wurm. Ja, bei mir ist es ein kleiner Wurm. Ich wollte jetzt... Müsste man mal gucken, wie ist denn der Wurm von kleiner Wurm? Das willst du jetzt wissen. Jo. Pass auf, nee, es ist ein großer Wurm. Nee, es passt nee, ist wirklich... Also im Vergleich zu dir ist es definitiv ein kleiner Wurm. Und die Eier wackeln in meinen Nö. Habe ich auch gerade gesehen, die ich Eier wackeln. Ich mach mal schnell wieder zu. Der kleine Wurm sollte sich aber nicht darauf beziehen, sondern ich habe irgendwie an diesen Game of Thrones Typen gedacht. Schon klar. Der kann auch bestimmt in Situationen größer werden, der kleine Wurm. Ja, das glaube ich auch.
Aber der soll sich ja nicht fortpflanzen, sonst haben wir hier versklavte Kinder. Das geht ja gar nicht. So, genau. Nee, das wollen wir nicht. Alles hat seine Grenzen. So, verlassen. Dämonenblut. Ja, ich folge dir. Ach ja, da war ja was. Ich leuchte dir den Weg. Das ist gut, weil ich sehe gerade, meine Fackel hat noch 1 Minute und 16 Sekunden. Ich habe 7 Minuten und 55 Sekunden im Angebot. Oh, schön, sie sind nicht mehr sauer auf uns anscheinend. Sind die immer schön vergesslich. Hm. Hier rennen so viele Idioten rum, so viele Barbaren. Ja, sehen alle gleich aus, ne? Ja. Ja, mit unserem gehärteten Stahl, das muss ja jetzt noch ein bisschen warten. Weil dafür brauchen wir Eis und dafür sind wir noch nicht bereit. Schneit auch gar nicht hier. Nee, dafür müssen wir in den Norden und wir brauchen erstmal bessere Kämpfer und warme Klamotten. Und so. Hoffe ich richtig. Ich glaube ja. Na, was sind du? Ja doch, ich laufe richtig. Ach. Mensch, du wirst von Sky von allen möglichen Würste verfolgt. Hör doch wieder auf. Früher oder später. Ist schon wieder hell genug, oder? Ja, oh, geht. Ah, oh, Nashorn ist hinter mir. Du Arschloch. Lieber Heinrich, du hast hoffentlich so ein bisschen aufgepasst. Halt dich ein bisschen zurück und lass unsere Sklaven ein bisschen mehr machen. Ja, ja. Ja. Das wurde uns als Tipp gegeben. Ja, ja. Weißt du, was ja, ja ist? Nee, nee. Ich kämpfe, wie es mir passt. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt, mein Gott. Hast du mittlerweile deinen Spawnpunkt aktualisiert? Es ist gut, dass du mich jetzt dran erinnerst. Sonst mach dir doch schnell eine Matte und pack. Nee, ich hab ein Bett hin. Dabei. Ich hab ein Bett dabei. Okay. Das wollte ich auch da in der Nähe gleich aufstellen. Am besten bevor wir reingehen. Nicht, dass du wieder rummeckerst, ich hätte dich nicht dran erinnern, das Bett zu aktualisieren. Oh, hier sieht's doch gut aus. Wird's wieder dunkler? Wurde gerade heller, oder? Ja, wird irgendwie dunkler. Die Sonne müsste bald aufgehen. Ah, hier ist nicht zulässig zum Bauen. Ja, vielleicht sind wir schon zu weit in der Stadt. Zu wenig Platz, nicht zulässig, Spawnpunkt blockiert, zu wenig Platz. Das ist ja blöd. Hä? Kann ich nirgendwo mein Bettchen bauen? Ach, ist das ätzend. Muss ich jetzt kilometerweise zurückrennen? Ah, jetzt geht's komischerweise. Na gut. Jetzt sitzt aber wirklich. Na, bist du am Kämpfen? Ich warte auf dich. Du wartest. Das ist ja cool. Ich gucke mich so ein bisschen um. Da vorne ist ein Skorpion. Da sind Skelette. Ach, da ist der Heinrich. Hallo. Hallo. Da leuchtet was. Ja, Leuchte ist doof. Zwei Leuchte. Ja, zwei Leuchte. Hier lang ist keine andersrum. Leuchte. Alles, was so Fledermaus ist, ist gut. Lorus, Harald und kleiner Wurm. Guck euch zu.
kann das nicht. Ich muss mitmachen. Warum spiele ich das doch auch hier? Ich muss schnitzeln. Yeah, mein Getreuer ist aufgestiegen. Meiner auch. Hurra. Ja, komm mal her, kleiner Wurm. Stufe 1. Was hast du gekriegt? Keine Ahnung. Achso, das sieht man wahrscheinlich wieder in dem 4 Info. Werte. Überleben ist bei ihm gestiegen. Stärke ist auch gestiegen. Beweglichkeit, glaube ich. Und Überleben. Ah, Vitalität ist bei mir, glaube ich, auch gestiegen um 14%. Effekte. Erhöhte Stärke. Stärke um 3 erhöht. Also Schleimsuppe macht Stärke, ne? Und ich habe komischerweise Überleben. Nee, das Glitzerfutzi. Ah, oh, Glitzerfutzi hat uns gesehen. Ja, einer ist ja okay. Oh, der verwurschtet einen hier. Nochmal aufgestiegen. Ja, ich glaube, die ersten Level gehen echt flott. Hexenfeuerpulver. So, aber wir wollen Drachen und Fledermäuse. Ich sehe nur dumme Skelette. Ja, die Drachen waren ja auch ziemlich stark, ne? Die hatten ja auch einen Totenschädel. Oh, so die Fledermäuse würden mir reichen. Fledermäuse waren so ein bisschen auf der anderen Seite, aber da hätten wir einen Drachen im Angebot. Ach, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich Pfeile. Ja, und ich habe keine Heiltränke mitgenommen. Ich habe aber Heilpfeile. 100 Stück. Mist. Schießt den Drachen schon? Sie? Los, kleiner Wurm, Attacke! Du musst ihn immer in den Hintern pieksen, da steht drauf. Immer Hintern. Ich hinter. Hintern, Hintern. Immer in den Po, das macht es drachenfroh. Braver Junge, lass ihn bluten, lass ihn bluten! Ihr steckt ihn in den Popo. Meiner hat ihn gerade getreten, das ist cool. Läuft, das läuft. Alter, 17-fach. Lässt den voll aus. Ja, die Speere verursachen auch Bluten. Also einmal jetzt drei Waffen, die quasi die Bluten machen. Und ich habe ihn gerade verkuppelt. Einmal. Oh. Ich will nicht gegen sein. Ich will nicht vorne sein. Genau. Einmal Dämonenblut. Yeah. Hat sich ja richtig deftig gelohnt. Ist das hier vorne? Spitzhacke hieß es. Spitzhacke, ja. Ah, hier ist ein Eingang. Fuck mit Skeletten. Waren wir da schon mal drin? Zitadelle des Triumvirats. Also irgendwie sind wir da schon mal lang gelaufen. Ja, müssen da nicht rein. Skelette bringen ja nichts. Warum können wir darauf verzichten? Ja, dann laufen wir hier am Rand weiter. Weil da waren die Fledermäuse irgendwie. Ja, mehr. Die sind viel geiler. Waren auf der anderen Seite. Ah, hier wird's wieder Verderbnis hinzu. Bist du hin? Wo bist du denn hingelangt? Ich bin rechts dran vorbeigelaufen. Dann renne ich auch mal rechts dran vorbei. Ich bin links dran vorbei.
Ah, da sind auf jeden Fall Relic Hunter. Ja, bin ich zum Knüppeln dabei. Aber da sind welche. Nur so Bemerkung am Rande. Da sollten wir uns eher... Es gab irgendwo noch so Schwächere, die sollten wir uns erstmal knüppeln. Ah, da ist eine Fledermaus. Ah, hinter mir ist ein Drache. Aber egal. Tschüss, Drache. Oh, hier liegt doch irgendwas. Jakard is gone. Swallowed by the darkness and desolation. A winged demon screeches a haunting dirge as it flees with my companion towards the stars. Ever since we took our first steps in the sight, we knew that something was waiting for us. Lapping at the shore of my sanity, eroding it. Ich habe Wildfleisch und Fledermaushaut bekommen, also Spitzhacke sind irgendwie noch beschissen. Die beten ja vor der Statue, oder? And they cast a shadow on my mind. The past and the present run together in my mind, and I am a slave rushing to help my master, and I am a woman screaming in the ruins, and I am a god planning wars. Das Lagerfeuer hast du hier vorne auch entdeckt. Da kriegst du irgendeinen Text. I am a sandstorm scouring the lands, and I am myself alone. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, was sie erzählt, aber jetzt ist sie allein und verbrannt. Rasmas Tagebuch, das ist doch die Tussi, die man am Anfang im Vorspann gesehen hat, glaube ich. Ach so. So, aber da war noch eine Fledermaus. Ja, Fledermaus ist interessanter. Fledermäuse sind überhaupt keine Gegner. Ha! Mit der Sichel. Zwei Dämonenblut bekommen. Ach ja, hier sind wieder ganz viele und hier nimmt die Verderbnis wieder zu. Da sind ganz viele Fledermäuse? Mhm. Oh ja, dann würde ich sagen, gehen wir da runter. Hier so am links am Rand lang. Links am Rand? Links, ja. Hier kannst du eine anlocken, hier ist eine. Der rennt schon zur nächsten. Oh, hier sind gleich zwei. Drei. Nahkampf! Die Fetzen. Okay, diesmal nur Wildfleisch. Zwei Dämonenblut. Nur Wildfleisch. Hier rechts sind gleich die nächsten zwei. Hey, der ist abgeprallt. Attacke, kleiner Wurm. Ah, nee, ich warte. Die hauen gut rein, die beiden. Wir haben jetzt 7 Dämonenblut.
das Aviarium. Wo bist du jetzt lang gelaufen wieder? Unten am Rand weiter lang, da wo die Fledermäuse waren. Ja, ich hab's gerade nicht gesehen, du warst schon wieder weg, weil ich kurz im Inventar war. Also ich gehe da nicht weiter, ich werde... Ist da irgendwie... Angst vor der Verderbnis? Ja, du nicht? Nö. Bist du jetzt einfach da reingelaufen, ja? Und da ist immer noch Verderbnis, oder was? Ja. Ja. Brauchen Blut. Nee, du bist ganz woanders irgendwie. Weil ich hab da, wo die ganzen Fledermäuse waren. Ja, ich hab da... Bin wohl tiefer, ich hab jetzt ein Albino vor mir. So viel zum Vorrennen. Wollen wir mit dir reden? Ich bin einfach nur den Weg weitergegangen, den wir eingeschlagen hatten. Ja, ich hab's ja nicht mehr gesehen, weil du weg warst. Ich konnte ja nicht riechen, dass du uns im letzten Tag bist. Ja. Es ist dreiköpfig. Also gehen wir mal lieber. Hast ja gesagt runter. Nicht mehr runtergegangen. Ja, ich bin da am Rand lang gegangen, wo die ganzen Fledermäuse waren. Ja, keine Ahnung, wo du hier lang gegangen bist. Ich hab dich auf jeden Fall aus den Augen verloren, das ist scheiße. Ich sehe auf jeden Fall die Albino-Fledermaus, also ich kann auch gerne runterkommen. Ja, dann komm runter, töt mal den. So einen Weg Hallo. Da bist du oben weiter lang gelaufen und nicht runter. So, hier ist der Albino. Keine Vielleicht schaffen wir den ja zu dritt. Zu viert. Auf Mama. Okay, mich mag er nicht. Du noch mehr? Nee, danke, reicht. Na, der braucht jetzt ein bisschen lecker. Oh, unsere Jungs machen das schon. Ja, braucht trotzdem ein bisschen. Ich hab nicht mehr so viele Pfeile. By the old serpent, invaders! In the name of Set, identify yourself! Ah!
Und weg, 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 weg. Danke. Es ist gut, wenn du dieses weg, 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 weg setzt, dann weiß ich, du brauchst Heilung. Okay. Weg, weg, weg. Also ich brauch keine Heilung, ich bin weg. Habe. Ja, mich ärgert es, dass ich zu wenig Heilung dabei habe. Ja, Heilpfeile habe ich eine ganze Menge, also das ist nicht so. Vielen Dank. Wir gerade dabei sind. Toll, in der Kiste ist nichts Geiles. Ah, hier hast du eine Tafel zum Interagieren. Aber ich habe Xyferhautstiefel, legendäres Waffenreparaturkit und Machtfragment habe ich bekommen. Das ist schön. The Aviary allows us to rule our empire, carrying the decrees of the Triumvirate across the land. Our beasts feed themselves as they travel, and they are intelligent enough to never lose their way. Like you, Bonded One. They make excellent servants. Nein, oben hast du schon alle Blutsauger gekillt, ja? Hm. Ich würde sagen, also wir kommen mal zurück, weil ich habe jetzt nur noch 6 hier Insekten. Ja, ist okay. Ich habe auch nicht mehr so wahnsinnig viel, Dings. Beilchen. Ja, genau. Und die Verderbnis sind doch immer weiter zu. Ja. Schade, ich habe wenigstens gehofft, dass die Truhe sich da rentiert, aber... Ruhe war jetzt nicht so prall. Oh. Hat der Dämonen? Ich hab leider. Ach, nee, ich hab wahrscheinlich das falsche Werkzeug benutzt oder so mal wieder. Irgendwie ist das nicht so. Ich weiß nicht, ich find's irgendwie schwer. Auch mit der Spitzhacke, die ich jetzt hatte, ist auch nicht wirklich mehr bei rumgekommen. Also Spichtensichel, Spitzhacke ist beides so. Deswegen, ich hab jetzt nur 7 Dämonenblut rausgekriegt von dieser Tour. Ernüchternd. Wir brauchen noch so viele. Muss mal gucken, wie viel wir noch brauchen. Aber ich will jetzt erstmal ein paar Tänzer zuschauen, damit ich mich nicht mehr ganz so verdorben fühle. Ja, das sehe ich genauso. Schmutzig, schmutzig, schmutzig. Vielleicht sollten wir mal wieder ein paar Tiere töten. Warum? Für Essen? Mhm. Das kann man ja auf dem Rückweg machen, da sind ja so ein paar Nashörner und so. Ja, die geben immer gut Fleisch. Wenn wir was mit leuchtenden Augen finden, schlachten wir ab. Mhm. In der alten Basis hatten wir auch kein Dämonenblut mehr, das hatten wir auch schon weggenommen. Nee, das habe ich ja schon längst alles mitgenommen. Mhm. So, hier sind noch ein paar Skelette am Ausgang. Machen wir nochmal fix. Ja, kommt noch einer dazu. Ja, das kriegen wir. Wait.
Treuen steigen auf jeden Fall gut auf. Toll, verdorbenes Fleisch. Harz hat dabei gehabt. Komm, Harz ist nett. 10 Stück. Oh. Ich kann dir gleich mal meine coolen neuen Stiefel geben. Also zum An. Weil das ist eine Errungenschaft. Oh. Ja, ich habe nämlich ein episches Paar Stiefel gefunden. Also ein Reiseziel war das, ja? Hm. Super. Das machen wir dann in der Basis. Ja. Da darfst du die einmal anziehen. Oh. Darf ich meine dicken Füße in deine kleinen Schuhe pressen? So reinquetschen. Wenn es nicht passen sollte, dann machen wir es einfach wie bei Aschenputtel. Ich hack mir die Beine ab, oder was? Oder die Zehen. Oder die Zehen, oder beides. Da hat dein Smartphone gebimmelt. Gut erkannt. Finde ich jetzt aber nicht korrekt. Ich glaube, das hätte keiner mitgekriegt, weil ich gerade nicht Push to Talk an hatte. Ah, aber vielleicht hat man es über mich gehört. Na, guck mal. Da ist schon ein Dingsbums. So, locke doch das Dingsbums an. Glitsch nicht weg, du Dingsbums. Attacke auf das Dingsbums. Auf dass es wieder schön wegfliegt. Fliegt. Ja, ich find's immer so geil, wie die Einhörner fliegen. Hast du ein Hackmesser? Frag du, meintest du hättest eins? Ich hab eine Spitzhacke und ein Häutemesser. Ich hab nur diese normale Axt. Ja, Spitzhacke für mich auch. Hey. Aber gab drei exotisches Fleisch. Nur richtig viel. Ah, tötet man nochmal ein, zwei Stück. Gehen ja fix. Wir könnten uns natürlich an dem großen Rhino probieren. Ja, nö. Nö? Nö. Wollen wir nicht übertreiben. Ah, diese Maus! Er ist sogar ein Pfeil im Popo. Jetzt ist der Pfeil weg. Ja, dann sag du das mal, weil dann hast du das Fleisch bei dir. Ja, 6 exotisches Fleisch. Ja, ist schade, dass wir die Hacke nicht dabei haben. Ich hab's ja vorhin rausgelegt. Mist. Mhm. Ja, kann ich mir die 6 erstmal grillen, habe ich ja was zu essen. Ja, wir haben auch noch welche da. Ist auch noch eins. Ah, ja, locken wir bestimmt auch Skorpione an, ne? Ach, was soll's. Unsere Jungs machen das schon ganz gut. Ah, ich hänge im Rhino fest. Alter, das wird dir auch so lange geschrien. Mhm. Ja, jetzt wird's dunkel. Ja, ist ja gut, dass wir nach Hause kommen. Ja. Waren wir ziemlich genau einen Tag jetzt unterwegs. Ja,
Er war leider nicht so ergiebig. Nee, hätte besser sein können. Flamme an! Meine Flamme geht doch jetzt nicht an. Was immer schnell beim Tanzen zu gucken. Wo wird getanzt? Oben. Los, tanzt es weg. So tanzt. Vielen Dank. 20 Dämonenblut fehlen uns noch. Herr, warte, die Rüstung, die epischen Stiefel. Ich habe Waffen gefunden. Aber nichts Besonderes. So, die liegen jetzt einmal in der Werkbank. Einmal für dich zum Anziehen. Vielleicht sollte man deswegen noch mal hin. Oh, ich habe schöne Stiefel. Oh. Keine Stiefel. Sollen noch deine behalten? Bleiben. Ach ja, Schwefel müssten wir auch mal wieder sammeln. Repariere ich mal meine Leuchtfackel. Na, mach das. Kannst du deine auch reparieren? Warum ist hier gegrilltes Steak bei den Pflanzen und Samen? Ich hab keine Ahnung. Ich hab's nicht reingepackt. Und du bist nackt. Ja, ich repariere gerade meine Rüstung. Okay, wie wolltest du nur gesagt haben? Ich weiß, dass ich nackt bin. Danke. Ist ja gut. Deine Stiefel sind noch in der Werkbank. Hattest du sie an? Ja, kannst du auch gerne wieder haben. Ah, der hat die Sachen gar nicht fertig repariert. Fehlt ihm Eisen. Ja, sieht ja schon mal besser aus, ne? Es geht ja echt fix, so mit dem Aufstieg. Das finde ich schön. Ja, wo packst du, wo soll der Harz rein hier in die Feuerscheinkessel? Feuerscheinkessel, ansonsten kannst du es zu chemischen Substanzen auch erstmal packen. Wo sind die chemischen Substanzen? Da, okay. Ist aber voll. Voila. Mach mal einfach Doppelklick drauf. It's magic. Es passt noch rein. It's magic. Ja, Heinrich hat das mit dem Doppelklick immer. Ja, ich vergesse das immer mit dem Doppelklick. Ich bin alt, ich kann mir nicht alles merken.
Kommt mal in mein Alter, ja. Ich bin bald in der Rente. Kann ich jeden Tag zocken. Jeden Tag. Das wäre doch was. Ja, so alt bin ich nicht, aber ich fühle mich so alt. Ach so, Pfeile. Ich übe das gleich mal hier. Pfeile? Brauchst du noch welche? Ich brauche keine. Ja, meine Eisenkopfpfeile waren ja fast leer. Ich glaube, da muss ich mal neue machen. Muss ich mal neue machen. So ein Rasiermesserfall ist bestimmt geil, weil ich wette, der lässt die Leute bluten. Ja. Aber der kostet wieder Stahl. Haben wir nicht noch welche? So 29 oder so? Na, nicht so viele. Aber ich glaube, ich gehe gleich erstmal Schwefel. Also ich weiß nicht, willst du nochmal auf Dämonenblutjagd gehen? Sonst würde ich Schwefel holen. Ja, du kannst ja Schwefel holen, dann baue ich noch ein bisschen rum. Okay. Aber zum Schwefel nehme ich nicht den Harald mit. Haben wir einen Komposthaufen mittlerweile hier? Nee, ne? Ja. Gut. Was ist denn der? Dann nehme ich den Hund mit. Ah, der kann nicht aufsteigen, oder? Nee, der kann nicht aufsteigen. Egal. Dann nehme ich noch vorsichtshalber starkes Dings mit. Stärkes Leder. Also ich werde meine Spitzhacke reparieren kann. Nächstes Mal können wir ja wieder Sklaven jagen, ne? Weil das Sklavenrad ist leer und es sollte nie leer sein. Da hast du recht. Das können wir nächstes Mal machen. Da könnten wir vielleicht Relic Hunter kriegen. Ja, das können wir versuchen. Können wir so verbinden irgendwie. Die müssten wir uns aber irgendwie einzeln anlocken, ne? Und dieser Names, den kriegen wir ja nicht. Aber da, wo wir gerade mal so finden, ne? Die da nicht so auf einem Haufen waren. Ja, dann könnte man die vielleicht, genau. Schon mal nehmen. Wir uns langsam unser Begleitervorrat aufstocken, wurde uns ja auch schon mehrfach nahegelegt. Ja. Das ist ja auch richtig. Und jetzt, da Horst weg ist, brauchen wir neue Mitarbeiter. Genau. Horst hat so viel Platz im Herz gelassen. Muss erstmal wieder gefüllt werden. Und für Horst brauchen wir ein paar, die das füllen. Genau, apropos Herz, ich brauche meinen Tempel. Oh ja, stimmt, da war ja was. Ja, und eine Joggrube können wir ja auch mittlerweile bauen. Was kann man mit der machen, mit der Joggrube? Müsste man mal gucken, aber wir haben beide die Joggrube-Legionen, glaube ich, gelernt. Ja, ist richtig, aber... Wahrscheinlich kannst du irgendwas mit Menschenfleisch machen. Möglich. So, dann setze ich mal diese schöne Maske hier auf. Weil ich ja jetzt hier in den Schwefelsee gehe. Den Steinnasen. Das geht schnell. Einmal hacken und die Stele fällt ein. So.
Aua! Doofe Steinnase. Leuchtet die? Mm-mm. Schade. Wäre ich mit dem Wolf hier auch, glaube ich, schlecht beraten mit einer leuchtenden Steinnase. Oh, die, ich kann mir schon vorstellen, hat du nur einen Totenkopf, dass du die locker hinkriegst. Hm. Ich zwei, dass die immer so Verstecken spielen müssen, ey. Ja, das waren noch Zeiten, als ich mich davon erschreckt habe. Ja, also so ein bisschen erschrecke ich mich immer noch, aber eher, weil ich nicht damit rechne. So, huch, was machst du denn da? Ja. Oh, mit der Sichel kriege ich Salz aus denen raus. Und diese coolen Bäume haben ja nur normales Holz, ja. Ja, Holz und Rinde, glaube ich, ne? Ja, ja. Aber Steinnasen waren ja auch mal wirklich gefährlich für uns. In der Anfangsphase, ja. Aber später, wo wir den Speer hatten, diesen ersten Eisenspeer, und man wusste, also die sind ja, also mit Eisenspeer konntest du ja gut wegzermürben. Ja, ja. Und immer wenn sie frontal auf dich zukommen, auch beiseite springen, Speer in den Rücken, und dann ging ja. Die eigentlich schon. Wenn ich noch an die ersten Male denke, wo wir uns auf den Stein gestellt haben und mit keine Ahnung wie viel Peilen. Ja, das ist... Aus heute nicht mehr. Oh, du erschreckst mich nicht. Ich sehe dich nämlich. Das knistert hier voll im Schwefelsee. Ein bisschen Eisen bringe ich dann auch mit. Ja, aber auch schon ein bisschen was geklappt. Das ist ja nicht. Kannst du immer gebrauchen. Ja. Ach nö, ich gehe nicht mehr runter. Ich habe jetzt so viel Schwefel. 300 Schwefel, das reicht erstmal. Immer noch ein bisschen Eisen. Ach, hör doch auf zu knurren da hinten. Ja, ich habe auch gesehen, man kann auch aus Öl und Rohasche kann man auch noch Teer machen. Was vielleicht nicht ganz so interessant ist, weil wir ja Teer brauchen für Stahlfeuer. Mhm. Aber ich muss noch mal gucken, wo man Rohasche herkriegt.
wird wahrscheinlich nicht allzu kompliziert sein. Ja, ich glaube, wir können auch erstmal einen Break machen und nächstes Mal weitermachen. Ja, genau. Da wollten wir Relic Hunter gucken und vielleicht schauen, ob diese weiße Fledermaus wieder da ist, damit du auch irgendwie mal ein cooles, episches Ausrüstungsgegenteil kriegst. Genau. Hast du einen Wolf dabei? Ja. Ah, dann habe ich dich gerade gesehen. Gut, dann würde ich sagen, für alle, die es noch nicht getan haben, liken und abonnieren. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wieder, ne? Genau. Ciao. Tschüss.